Moin Moin, die Kreuzfreunde. Hier sind wir wieder mit einem neuen Replay. Wieder eine besondere Runde mit einer Conqueror. Delyn hat uns diese Replay zur Verfügung gestellt. Und er zeigt mal wieder, was die Conqueror zu leisten imstande ist in den richtigen Händen. So, kommen wir schon zu den Kapitänskills. Er hat geskillt präventive Maßnahmen, damit die Module ein bisschen länger halten. Elite-Schütze, Adrenalinrausch für ein schnelles Nachladen, wenn er Schaden genommen hat. Ein Inspekteur für mehr Reparaturmannschaft. Eine Schießgrundausbildung, die erweiterte Schießgrundausbildung und ein Tarnungsmeister. Wie man sieht hier, er hat das Schiff so geskillt, dass er erst auf 11,8 Kilometer aufgeht, was ein unglaublicher Wert ist für so ein starkes Schlachtschiff wie die Conqueror. Dann sind folgende Module verbaut worden. Die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, die Schadensbegrenzungsmodifikation 1, Zielsystemmodifikation, Antriebsmodifikation 2, das heißt, er beschleunigt schneller und hält schneller an, die Tarnsystemmodifikation 1 und die Hauptbatteriemodifikation 3 für eine langsamere Drehgeschwindigkeit, aber eine höhere Nachladegeschwindigkeit. Und die beiden Sachen, Elite-Schütze und Hauptbatteriemodifikation, quasi, die heben sich gegenseitig so ein bisschen auf, sodass er den am Ende der Vorteil für die schnellere Nachladegeschwindigkeit stehen bleibt. Ich glaube, da konnte man auch schon ganz gut sehen. Er ist hier bei 24 Sekunden Reload, wenn er einmal geschossen hat. Werden wir gleich nochmal sehen. Ja, 26 Sekunden. Und im Adrenalinrausch wird das halt immer noch weiter nach unten gehen. Also ist hier schon die erste Gefechtseröffnung. Der Team bewegt sich von A in Richtung C ziemlich geschlossen, wie ich finde. Sieht man auch nicht alle Tage im Zufallsgefecht. Ja, Team Rot ist so ein bisschen verteilt von D und bewegt sich auch so weit, der jetzt aufgeklärt ist, Richtung B. Ist ganz klar, dass die Conqueror auf die Entfernung hier mit den HE-Granaten ein bisschen rumballert. Und das dann die höchste Effizienz hat, gibt ja hier die zwei verschiedenen Varianten. Entweder hat man 4x3 Rohre mit 419 mm mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 48%. Oder man skillt halt oder baut die baut andere Geschütztürme ein. Diese 457 mm Kanonen, die 63% Brandwahrscheinlichkeit haben. Die Reload und die Turmdrehzeit sind in beiden Fällen gleich. Man hat nur jeweils ein Rohr weniger, also vier Muppeln weniger in der Luft. Er spielt hier mit den kleineren Türmen. Was ich doch relativ häufig sehe, dass die Conqueror mit den kleineren Türmen gespielt wird. Allein 48% Brandwahrscheinlichkeit sind ja auch schon ein richtig großer Hammer. So, hier bewegt sich jetzt die Kuhfürst des Gegners in vorderer Position und wird jetzt auch gleich schon geschossen und hat gleich erstmal 16.200 kassiert und das mit HE-Granaten und ein Doppelbrand hat sie dann auch noch mit drauf. Ja. Wird jetzt von allen Verbündeten hier beschossen. Und der sogenannte Superheal ist hier auch in Erscheinung. Oder kann man hier auch ganz gut sehen, nochmal für 8-2 getroffen. Der Superheal macht einfach mal wieder ein Drittel des Schiffs wieder her oder stellt ein Drittel des Schiffs wieder her. Das ist doch schon ziemlich beeindruckend. Er hat jetzt die Reload-Zeit schon bei 25 Sekunden. Also hat schon mal eine Sekunde gespart. Und wieder brennt der Kurfürst. Das ist schon nicht mehr feierlich, wenn man jetzt Kurfürstfahrer ist. Ja, sonst kann man zu Conqueror sagen, sogenanntes Papierschiff ist also nie gebaut worden. Entwurf ist von 1949. In dieses Schiff haben die Briten damals sämtliche Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg gesteckt und wollten das stärkste britische Marineartilleriesystem auf diesem Schiff verbauen. So ist der Entwurf jedenfalls vor. Oder sah es der Entwurf jedenfalls vor mit 457 mm Kanonen. Sind quasi die zweitgrößten Kanonen im Spiel nach der Yamato.
Clue. Da ist eine einzelfahrende Carolina. North Carolina. So viel Zeit muss sein. Die hat auch schon Marshmallows ausgepackt. Da brennt. Sie brennt schon ganz ordentlich. Und da kommen die nächsten Conqueror-Granaten. Die sind aber, schlagen ein bisschen zu weit hinten ein. Immerhin konnte er noch einmal verteidigen. Ja, typische Gameplay für eine Conqueror ist eigentlich erstmal ein Stückchen weiter hinten bleiben. Er hat zwar ihren Superhero und so weiter, hält aber allgemein von der Panzerung her wiederum nicht ganz so viel aus. Zumindest sehe ich das in anderen Replays immer wieder, dass sie doch relativ schnell Damage aufnimmt. Auch wenn sie eigentlich bis 460 mm gepanzert ist. Um die Zitadelle herum 406 mm. Aber tut natürlich schon mal ganz schön weh, umso näher man dem größeren Schiff kommt. Kurfürst und Co. sind 406 mm natürlich auch mal zu beschlagen. Er konzentriert sich ja weiter auf die North Carolina, während er mit seinem Schiff in Richtung C vorfährt. Vor ihm sind dann noch eine Yamato, also er ist jetzt nicht erst ein Schiff, das ist so ganz gut so für den Conqueror. Wir sind jetzt schon bei 103.000 Damage. Vom Team her ist es ungefähr gleich, jeder hat zwei Cap-Points, jeder hat zwei Schiffe verloren. Da ist noch nichts entschieden, alles noch offen. Die North Carolina hat sich ja nicht gleich hinter sich. Genau. Der Gegner wartet ab, hat seine Schiffe hier hinter den Inseln so ein bisschen platziert. Zwei große Kurfürsten, Iowa fährt da rum und eine Conqueror ist da hinten, ganz weit hinten auch noch. Hier abfackeln um die Wette bei Conqueror im Fernkampf. So, Gegner hat zwei weitere Zerstörer verloren. Er steht jetzt mit seiner Conqueror hier ein bisschen unglücklich. Relativ viel Breitseite zum Gegner. Und im Moment können die Gegner kaum auf die kann das verbündete Team auf die Gegner kaum wirken. So wirkt es zumindest für mich, also sieht das für mich aus. Er ist hier fokussiert. Jetzt schießt die Yamato vom Team Grün. Zeit für die nächste Reparaturmannschaft, würde ich sagen. Oh, zwei Brenner. Okay, er tastet sich weiter vor in C. Versucht so ein bisschen erstmal wegzufahren, aber trotz alledem riskiert er die Breitseite zur Iowa, zur Conqueror. Vernichter hat er schon bekommen. 155.000 und wieder am Brand gelegt, nochmal 15.000 getroffen. Ja, der HE-Schaden von den Briten tut ganz schön weh. Eindrucksvoll. 15.000 Schaden auf so einer Entfernung. Schon krass. Zwei Kurfürsten können auf ihn schießen. Kann man auf dem Radar ganz gut sehen. Und wieder 13.500 Damage. Großkaliber gedroppt und in Brand gesteckt. Oh, Vita-Quell hat da noch ganz schön viel HP für den Kurfürst. Und richtet die Türme offensichtlich auf ihn aus. Er hat jetzt auf HP umgestellt hier mit der Conqueror und trifft den Kurfürst für 8,5.
passiert jetzt von links auch. Naja, ist ganz schön. Muss ganz schön einstecken. Und da kommt eine Antwort von Kurfürst. Das war auch nicht gerade ganz ohne. Sekundärreichweite des Kurfürsten ist schon erreicht. Oh, das muss jetzt aber zügig gehen. 11, nochmal 3. ...16.000 AP hat er noch. Ich glaube, er sucht die Insel, um von links zumindest Schutz zu bekommen. ...250.000 Damage. Boah. Super, hier ist drin. Schön offensiv gefahren, Kurfürst rausgenommen. Ist auf jeden Fall aber kein langweiliges Gefecht. Conqueror soweit offensiv fährt. So, hat jetzt die Insel erreicht. Taktische Beachen, glaube ich. Ein bisschen, um hinter die Insel zu kommen, aber gleichzeitig auch. Ah, zweiter Kurfürst. Den hat sie auch gleich hinter, hat sie auch gleich erledigt. Die Yamato steht auch quasi 5 Kilometer vor ihm. Genau. Jetzt ist der Kurfürst raus. Eine Erleichterung für ihn. Er brennt noch 7 Sekunden, hat noch 6.000 Life. Trefferpunkte schmelzen dahin oder brutzeln dahin, könnte man sagen. Bei 4.700 Trefferpunkten hört der Brand auf. Und jetzt ist der Vorteil des grünen Teams doch schon recht eindeutig. 903 zu 526 Punkten. Team Grün hat mehr Schiffe. Da kriegt die Iowa nochmal was ab. Er kommt da raus, 4-2. Und er ist jetzt erstmal so ein bisschen geschützt von der Insel hier. Ist ganz gut für ihn ausgegangen. 45 Sekunden, bis er die nächste Reparaturmannschaft losschicken kann, um nochmal Strukturpunkte aufzubauen. Aber er wartet hier nicht ab. Er versucht sich gleich wieder in die nächste Position zu bringen, um gleich wieder schießen zu können. Ein bisschen verrückt. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Ja, wie gesagt, Vernichter Großkaliber ist schon dabei. 271.000 stehen wir jetzt. Und da sind die nächsten Munkern unterwegs. Einmal auf die Sau geschossen. Auch nochmal 12-3. Unterstützer ist jetzt auch gedroppt. Das war noch nicht alles. Ja, ich möchte schon mal darauf hinweisen, auf unser Adventsgewinnspiel. Wir werden auch am 12. Dezember und dann am 19. Dezember jeweils nochmal ein Adventsgewinnspiel live bei uns starten, jeweils um 20.30 Uhr. Zu gewinnen gibt es Dublonen und die Aufgabe ist verhältnismäßig überschaubar. Wäre schön, wenn ihr dabei seid und euch den Termin merkt oder die beiden Termine, die noch ausstehend sind. Jetzt kriegt die Hipper nochmal ihr Pad weg. Team Grün hat hier absoluten Zugriff auf den Gegner. Umzingelt. Da ist sie schon raus. Die Hipper. Jetzt kriegen wir nochmal den Overview. 6.000 Damage. Unterstützer. Dreadnought. Feuerfest. Vernichter. Großkaliber. Alles dabei gewesen. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Vergesst nicht, liken, abonnieren nicht. Und dann sagen wir bis zum nächsten Video. Euer Secrets Team, euer Macher. Ciao, ciao.